Mein Praktikum mache ich aktuell in Paris in einer deutsch-französischen Anwaltskanzlei namens Kiviv. Wie man sieht, ist hinter mir der Eiffelturm und auf der anderen Seite dann schon der Arc de Triomphe. Also ich befinde mich wirklich im Herz von Paris. Hi, ich bin Emil, mache hier mein Praktikum in der deutsch-französischen Kanzlei Kiviv und das dank eines Stipendiums von dem DFJW. Insgesamt 3 Monate muss ich für den Studiengang Rechtswissenschaften Praktika machen. Aber ein Praktikum in Paris oder in Frankreich war tatsächlich ein Glückstreffer. Als ich durch meine eigene Recherchearbeit, die ich für meine Rechtsanwältin gemacht habe im Praktikum, damit quasi eine rechtliche Lösung finden konnte, wie wir der Mandantin doch noch helfen konnten. Und tatsächlich habe ich schon ein Praktikum in Deutschland absolviert bei einer Staatsanwältin und konnte dann dementsprechend auch viel zu Gericht gehen. Leider war das im Strafrecht, das heißt, ich sag mal, die Gerichtsverhandlungen in Frankreich im Arbeitsrecht war jetzt ein bisschen weniger spannend als jetzt in Deutschland, wenn es um die richtigen Verbrecher geht. Es bleibt eine Gerichtsverhandlung und es ist immer schön, einer beizuwohnen, wenn man nicht der Angeklagte ist. Dass es immer ein Anreiz sein sollte, gerade wenn man dann noch vom DFJW mit einem Stipendium für ein studienbegleitendes Praktikum gefördert wird, einfach es auszuprobieren. Im Endeffekt wirst du zwar ins kalte Wasser ein bisschen geschmissen, aber du hast die Möglichkeit, wirklich interessante Leute kennenzulernen und sowieso auch deine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern.